Ex-Bachelorette Lorette Melissa D'Amelia, Trennung von einstiger Liebe Paco. Im TV-Dating-Format Bachelorette hatte Melissa D'Amelia, 27, 2020 nach der großen Liebe gesucht und sie in Kandidat Leander Sacher gefunden. Das Paar gab im Frühjahr 2022 jedoch seine Trennung bekannt. Ende Oktober machte sie ihre Beziehung mit Löw Island-Kandidat Paco Herbst, der kurzzeitig das Herz von Jelitz Kog, 29, bei Kampf der Reality Stars eroberte, öffentlich. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Nach ersten Krisengerüchten und Jelitz Lauf Melissa Warnung ist es nun endgültig aus und vorbei. Das gibt Melissa in ihrer Instagram-Story bekannt und schreibt unter anderem, es sind Dinge passiert, die nicht zu verzeihen und auch mit nichts zu entschuldigen sind, und deshalb ist es an der Zeit, dieses Kapitel endgültig abzuschließen und einen Schlussstrich zu ziehen. Was genau vorgefallen ist, verrät D'Amelia nicht. Das Weihnachtswunder hat sich für sie bereits Mitte Dezember 2022 erfüllt. Die ehemaligen Hochzeit auf den ersten Blick Kandidaten Nicole und René durften ihr gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Lucia heißt der kleine Engel, der die Geduld seiner Eltern bereits im Vorfeld strapaziert hat. Es war offenbar nicht sehr einfach für das Paar, einen passenden Namen für sein Töchterlein zu finden. Die Namenssuche hat sich recht schwierig gestaltet. Wir haben uns viele Namenslisten angeschaut und eine Liste mit Namen erstellt, die uns und später auch ihr gefallen würden, erzählen die beiden im Interview mit Promi Flash. Zudem gab es einige weitere Punkte zu beachten. Es gab Kriterien wie zum Beispiel kein zu langer Name und man sollte ihn abkürzen können und es sollte kein Name sein, den wir allgemein oft lesen oder hören, so René. Das Zünglein an der Waage war letztendlich eine besondere Frau im Leben des frisch gebackenen Vaters, seine Oma schlug Lucia vor. Nach einer kurzen Bedenkzeit konnten sich Nicole und René mit dem wohlklingenden Namen sehr gut anfreunden. Lucia bedeutet übrigens die Leuchtende oder die Lichtbringende. So dürften erst gar keine düsteren Zeiten für die kleine Familie aufkommen. Außerdem hat der Name für mich eine große Bedeutung, da ich auch immer meine Großmutter damit in Verbindung bringen werde. Da sie zur Namensfindung maßgeblich beigetragen hat, freut sich René. Eine zauberhafte Geschichte, die der kleinen Lucia sicher noch bei vielen künftigen Geburtstagen mit Freude erzählt wird. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Promiflash.de, Instagram.com